Verluste. Ha, sehr schön. Diesen Köder werden die Deutschen fressen. Trotzdem weiß ich beim besten Willen jetzt nicht, warum, warum der jetzt wieder raussucht. So, wir brauchen Flugzeugchens. General, versuchen Sie, Ihre Panzer aus den Wäldern herauszuhalten. Dort sind sie leichte Beute für die Infanterie. Alter, so ein Tigerpanzer ist ja dann doch schon die Obermacht, oder wie? Das ist ein übermächtiges Vieh. Oder wie, oder was? Oh, das ist dann wohl Panzerabwehr. Ich bin aber auch immer wieder saudoof. Gehen wir jetzt mit denen da drauf. Die rücken weiter vor. Hier sind noch ein paar Bitches von uns. Ja, komm, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Panzerzerstörer, ich glaub's gerade nicht. Flugzeuge, Panzerzerstörer, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Zeig mir den Panzerzerstörer, wo ist er? Permanenter Beschuss, das kann echt nicht sein jetzt hier. Go, komm, jetzt haben wir sie, jetzt müssen wir sie haben, jetzt müssen wir sie haben, jetzt müssen wir sie haben. Drücken wir von der Seite noch rein, komm, go. Von da hinten kommt wieder ein Überraschungsangriff. Komm schon, die müssen wir jetzt haben. Das kann jetzt nicht sein, dass wir das jetzt noch verlieren. Jetzt kaputt. Wie lange braucht er denn zum Regenerieren? Jetzt geht er wieder. Nee. Neutralisiert jetzt das Ding. Sonst gibt's gleich auf die Fresse. Wird es heute noch was mit der Zerstörung von denen? Nö, ich glaube nicht. Aber jetzt dürften wir sie haben. Was sie jetzt haben, dann haben wir es geschafft.
Dann meckere ich nie wieder über dieses Spiel. Yes! Komm! Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Mach's kaputt. Mir egal, wie oft die uns ausradieren. Die Hauptsache, wir haben die. Ja. Weiter, komm. Die haben doch jetzt keine Chance mehr. Sag mir nicht, dass wir vorher noch erst alles andere kaputt machen müssen. Und dann geh da drauf. Mir ist egal. Mal gucken, was die Einheit von denen hier zu drei Panzern sagt. Ist da wie? Null, nada, niente. Jetzt haben wir sie. Wir haben's. Yes! Meine Fresse! Bin ich gerade so froh. Die Rockkartoffel ist eine glückliche Kartoffel. Ich hab's geschafft. Komm, da kannst du auch noch mit drauf schießen. Wieso einfach von da hinten aus schießt? Mach den Shit jetzt kaputt. Mach ihn einfach kaputt. Oh mein Gott! Vielen, vielen Dank, ey. Chabur gehört uns, Sir. Joe, Sie haben es geschafft. Die Deutschen geben auf. Nee, ich hab's geschafft. Er hat eigentlich gar nichts gemacht. Können wir genug Truppen und Material anlanden, um Frankreich zu befreien? Okay, das war jetzt aber richtig hart. 31 Minuten haben wir dafür gebraucht. What? Okay. Wir drücken auf Weiter, ohne die Levelanzeige zu beachten, denn die ist uns sowieso nicht mehr so wichtig. Chabur war jetzt ist eher frei, wichtig, Ladies dass wir das Ganze schaffen. Zeit zu feiern. Feiern? Haben Sie unsere Verluststatistiken gesehen? Ach, seien Sie nicht so ein Partymuffel, wir haben gewonnen. Es stimmt, Joe. Es ist Zeit zu feiern. Dank Ihnen haben wir jetzt einen Tiefseehafen in Frankreich. Und den werden wir auch nie wieder hergeben, oder? Möglich. Aber wir sind nicht im Zeitplan. Wir haben höhere Verluste als erwartet und die Deutschen verstecken sich hinter jeder Hecke. Diese Kampagne ist noch nicht beendet. Campbell, Schluss jetzt. Nehmen Sie sich einen Drink. Dieses Calvados-Zeug ist wirklich gut. Und entspannen Sie sich jetzt endlich mal. Ihnen ist klar, dass es im Krieg um mehr geht als Beförderungen und Orden. Das reicht, Andrew. Jeder einzelne Tote ist ein Verlust für mich. Aber genau jetzt denke ich an die Lebenden. An uns. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Ich kann die Gefallenen nicht so schnell vergessen. Oh, verdammt. Andrew! Vergiss ihn, Joe. Er ist ein Relikt einer vergangenen Epoche, einer Welt, die nicht mehr existiert. Die Zukunft gehört den Amerikanern und den Russen. Und die Nacht gehört uns. Um alles andere kümmern wir uns morgen. Ich habe dem Senator erklärt, dass wir alle diesen Krieg beenden. Natürlich. General Browning? Setzen Sie sich, Gentlemen. Sie sind hier, um über die Offensivpläne für Holland informiert zu werden. Wir werden drei Luftlandedivisionen hinter den feindlichen Linien von Eindhoven bis Arnheim absetzen. Diese werden jeweils eine Brücke einnehmen, damit das 30. britische Korps von dort aus in ein paar Tagen zum Rhein vorrücken kann. Ich denke, Montgomerys Plan ist einfach brillant, genial, gut durchdacht und... General Sheridan, Ihre 101. Division muss die ersten Brücken um Eindhoven herum einnehmen. General Gavins 82. kümmert sich um Nimwegen und jetzt zum Haupteinsatzziel. Sir. Das übernehmen die Red Devils unter General Urquhart. Die Brücke in Arnheim. Sehr gerne, Sir. Aber, Sir, was ist mit mir? General Weatherby, Ihre 17. Airborne-Division wird als Reserve in England verbleiben. Sir.
Laut Berichten wird Holland von Jugendlichen und Greisen verteidigt. Zu jung oder zu alt für reguläre Einheiten. Natürlich widerspricht der Widerstand dem. Und zwar sagen sie, dass... Danke, Colonel. Die Verlässlichkeit der Widerstandsberichte ist uns ja hinlänglich bekannt. Nun, Gentlemen, Sie haben alle Ihre Anweisungen zur Besprechung mit Ihren Einheiten erhalten. Also an die Arbeit, wenn ich bitten darf. Market Garden, wie kommen die bloß immer auf diese Namen? Tja, das könnte ein guter Schutz gegen Spione sein. Camper, Sie sind ja besessen davon. Es gibt einen Spion da draußen. Was ist mit Tunesien oder Monte Cassino? Oder die Normandie, wo ganz zufällig die 17. Panzerdivision auftauchte? Niemand gibt Ihnen die Schuld dafür, Colonel. Was die Leute über mich sagen, ist mir ohnehin egal. Also, was ist das Problem? Diese Operation... Nach Norden, auf einer Straße mit 4 Brücken. Und wenn so ein cleverer Deutscher wie von Richter eine der Brücken sichern oder zerstören lässt, haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Laut den Berichten kämpfen unsere besten Truppen gegen ein paar demoralisierte Amateure. Ha, das habe ich schon einmal gehört. Campbell, den Befehlshaber zu verunsichern am Vorabend einer Operation ist nicht gerade hilfreich. Sollen wir etwa langsamer vorrücken und jeden Busch einzeln absuchen? Wie bitte? Ihr Verhalten ist nicht akzeptabel. Andrew, das ist wirklich nicht hilfreich. Es reicht. Da Sie offensichtlich lieber auf Miss Garner hören als auf mich, lasse ich mich zu General Horrocks Stab versetzen. General Sheridan, Miss Garner, viel Glück. Vergiss ihn, Joe. Das hat sich abgezeichnet. Du bist ihm überlegen. Colonel, in seinem Alter, mit seiner Erfahrung. Lächerlich. Die Operation Market Garden hat begonnen, Joe. Haben wir denn auch exakte Koordinaten für die Fallschirmjäger? Ja, Sir. Wir erobern Valkenswart und machen den Weg frei für die Panzer der Irish Guards. Sie räumen den Weg nach Eindhoven frei. Sir, mit einem Aufklärungsflugzeug könnten wir herausfinden, wie viele Einheiten sich in der Stadt verbergen. Und wie viele Einsatzflugzeuge sich... Jetzt seid doch mal ruhig hier. Und wie viele sich in dieser Stadt verbergen, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play... Roos hier auf Rockkartoffel LP. Ich habe das Ganze jetzt mal am Stück aufgenommen, weil ich sonst mit der Konzentration irgendwie wieder voll zusammengebrochen wäre, mittendrin. Habt ihr ja gemerkt, ich habe in den zwei Parts, also in dem jetzigen und in dem letzten, ganze 3 Wörter insgesamt vielleicht gesprochen. Ja. Und das war die Konzentration an dem Ganzen, denn es ist wirklich nicht einfach, sich das Ganze hier so zusammenzulegen, dass es wirklich passt. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn ich etwas wenig gesprochen habe. Und ich hoffe, dass wir uns auch morgen wiedersehen, wenn wir wieder Let's Play Roos machen hier auf dem Kanal Rockkartoffel LP. Ich wünsche euch einen relativ tollen Nachmittag und bis morgen. Auf Wiedersehen.